So, da sind wir dabei. Silent Hill Homecoming. Wir sind im 5. Stockwerk vom Grand Hotel, haben gerade das zweite Andenken gefunden, dass wir dieser creepy Frau im 3. Stock dann irgendwann mal zurückgeben müssen. Und ich denke mal, dass es 3 geben wird, höchstwahrscheinlich. Also schauen wir, dass wir das dritte noch irgendwo hier finden. Also wie gesagt, wir sind im 5. Stock gerade. Schauen wir einfach mal, was wir hier noch so Feines finden. Also ich hoffe, dass wir nicht mehr so viel... Oh, Mist, gerade wollte ich sagen, ich probiere jetzt das Kampfmesser aus hier. Weil ich einfach glaube, das ist, glaube ich, die beste Waffe, weil die relativ schnell ist. Diese Viecher heißen Nadler, habe ich mittlerweile gelernt. Ja. Also wie wir letztes Mal schon gelernt haben, frontal angreifen ist eine Scheißidee. Ah, zack. Okay, hey, das scheint aber gar nicht so schlecht zu funktionieren. Mist, das war... Ah. Na, sag mal. Was machst du denn? Zack, zack, zack. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jawoll. Schneid ihn auf, Mann. Interessiert mich nicht. Schneid ihn auf. Okay. Das hat schon mal zumindest ein... Moment, lass mich mal ganz kurz mein Headset richtig einstellen. Was ist jetzt los? War ein bisschen schneller als beim letzten Mal zumindest. What the fuck? Okay, wir gucken mal hier rein. In diesen vertrauenserweckenden Raum. Was? Aber die wollte ich auch doch gar nicht. Hier. Die gute alte Feuerwehraxt, die wir dem Feuerwehrmann Moses geklaut haben. Der brauchst du definitiv nicht mehr. Okay, okay. Was gibt's hier fein? Holy shit. Pistolenmunition. Echt jetzt? Wir haben Pistolenmunition, ich bin begeistert. Oh, wir hatten schon ein bisschen Pistolenmunition, ne? Naja, ich lade mal ganz kurz nach, dass sie bereit ist, wenn wir sie mal brauchen sollten. Und ich behalte aber auch mal gleich das Kampfmesser in Hand, weil ich das dumpfe Gefühl habe, dass wir noch mehr von diesen Sichlor-Nadler-Typen über den Weg laufen werden hier. Okay, okay, nein, hier geht's auch nicht weiter. Schauen wir doch einfach mal hier rein. Okay, ein verdammt großes Loch hier in der Wand. In der Wand. Hey, ja, das ist nicht die Wand. Im Boden. Okay, wo das hinführt, ist eine gute Frage. Gucken wir doch einfach mal nach. Ja, es dachte ich mir, dass es stabil genug ist, deswegen bietest du mir an, runter zu klettern, so runter da. Was finden wir hier denn Feines? Okay. Au! Okay, das ist eine Postkarte. Auf der Rückseite ist eine Nachricht. Ich muss eine traurige Geschichte berichten. Gestern ruderte ich mit meinem Boot so weit ich konnte auf den See hinaus und hielt mein Gesicht ins kalte, klare Wasser. Als ich mich seitlich aus dem Boot lehnte, verfing sich meine Halskette am Ruder und riss. Ich sah noch, wie dein Geschenk an mich im dunklen Wasser versank. Ich wollte hinterher springen, aber das Wasser war so kalt und tief. Bitte vergib mir. Ich vermisse dich. Toluca Lake Karte. Ich glaube, ich habe alle Andenken gefunden, die diese Frau sucht. Ich sollte sie ihr geben. Okay, sehr gut. Das war der Raum, wo wir vorhin hier durch die Wand geschaut haben. Okidoki, dann können wir jetzt wieder hoch. Weil die Tür ist ja zu, oder das Schloss war ja defekt. Gut, sehr, sehr gut. Dann mal wieder ab in... Oh, shit. Oh, shit, was? Oh, shit! Mist. Na, komm schon. Zack, zack. Jawohl. Seitlich, Mann. Seitlich. So wie du es gerne hast. Na, sag mal. Zack, 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 zack. Gib ihm, gib ihm. Komm schon. Mach ihn kalt. Oh, smooth abgetaucht, muss man schon sagen. Sehr gut gemacht, okay. Den hätten wir down. Hab ich noch ein... Oh ja, hier ist noch eine Tür direkt neben mir. Die nicht funktioniert, wer hätte es gedacht. Die nicht funktioniert. Welch Wunder. Funktionieren irgendwie die Türen im Allgemeinen nicht so wirklich gut. Okay, also hier scheint es nichts mehr zu geben. Oh, außer mehr Nadler, Freude. Oh, Mist. Na, komm schon. Hier ist wieder so ein enger Bereich, wo Kämpfen echt scheiße ist. Oh Mann, und jetzt hat er mich gelegt.
ist keine gute Sache. Jawohl, jawohl, von hinten. Gib ihm von hinten. Weiter, weiter, weiter. Oh, Überlegenheit. Kurze Zeit ausgenutzt, definitiv. Na, komm schon. Ich weiche immer zu früh aus. Seht ihr? Ich weiche zu früh aus und komme dann in die Klinge rein. Das muss ich noch ein bisschen üben. Aber... Oh, holy shit. Das ist halt dann doch ein ziemlich anderes Kampfsystem wie in den anderen Teilen bisher. Aber man gewöhnt sich recht schnell dran, muss ich sagen. Also, finde ich sehr positiv, auf jeden Fall. Okay. Können wir jetzt vielleicht bitte runtergehen, ohne dass du mir den Arsch aufreißen willst, verdammt nochmal. Oder kommt noch einer von euch? Wenn ja, sagt's mir einfach gleich. Natürlich kommt noch einer von denen, verdammt. Er ist zwar ein bisschen dämlicher als seine Kollegen, wie es aussieht, aber er kommt. Und mit Leuten... Ach, was? Und das war jetzt zu spät. Man braucht wirklich gutes Timing. Na, komm schon. Jawohl, das war gut. Zack und zack. Und nochmal weiter dann. Und einfach nochmal weiter dodgen. Ja, jawohl. Zeig's ihm, Mann. Oh mein Gott, wie geschnitten Brot liegt er da. Unglaublich. Das war gut. Wo komme ich nochmal runter? Verdammt, ich hab's vergessen. Ach klar, die Stufen. Richtig, bis zum fünften Stock ging's ja hoch. Und dann können wir hier runter wieder in den vierten und dann müssen wir wieder durch das eine Loch durchgehen, soweit ich weiß. What the fuck, was ist hier los? So, ich mache mal meine Taschenlampe ganz kurz aus. Um nicht sofort in irgendwas reinzurennen. In der Hoffnung, dass mich die Gegner... Oh Gott, da steht jemand. Wo muss ich hin? Ich muss da drum rum. Oh mein Gott. Glaubt ihr, ich schaff's dran? Ich schleich mich dran vorbei. Ich versuch's mal. Das ist übel creepy, Mann. Das ist so übel creepy. Oh Gott, hier ist noch eine. Vielleicht, wenn ich Glück hab, kann ich hier durchgehen, ohne dass sie mich... Oh, krass. Voll, ja. Stealth-mäßig hier durchgegangen. Okay, und runter. Ich will hier raus, aber ganz schnell will ich hier raus. Oh mein Gott. Oh Gott, was wartet hier auf mich? Oh, holy shit. Okay, ich sollte mal auf meine Pistole zur Abwechslung wieder wechseln. Hallo, Smokey. Die haben wir schon komplett vergessen, diese Viecher. Oh Mann. Komm schon. Au, genau in die Lunge, Mann. Sehr gut. So kann es immer laufen beim Kämpfen. So kann es von mir aus immer laufen. Wo war nochmal der Safe-Raum? Wo könnte man speichern hier, verdammt nochmal? Au, okay, dann muss ich erstmal wieder hier durchgehen. Stimmt, da mussten wir erstmal durch... um die verschüttete Dinge wieder rumgehen. Und ich hoffe, ich komme zum Safe-Raum. Das wäre mir jetzt sehr, sehr wichtig, einfach mal kurz zu speichern. Nur fürs Gefühl, weil ich habe schon ewig lang nicht mehr gespeichert. Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Schauen wir mal, wie viel Uhr haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es 4.16 Uhr. Was für eine passende Zeit. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Da drüben ist nämlich die creepy Frau hinter der Tür. Was, ja, ob die Postkarten ihr genehm sind und was sie uns dann helfen will. Gucken wir mal. Is this what you wanted? Thank you. Seltsamen Schlüssel erhalten. Aha. Einen seltsamen Schlüssel haben wir erhalten. Gut, von mir aus. Speichere hier direkt gleich nochmal. Hätte ich das gewusst. Ich dachte, es kommt eine riesen Cutscene oder so. Meh. Falls ich draufgehen sollte, muss ich nicht zumindest nicht nochmal zu der alten ranrennen und den seltsamen Schlüssel holen. So, jetzt lass mal schauen. Ah, genau, hier. Da war doch dieser Raum. Hier, kann ich den Schlüssel vielleicht hier verwenden? Diesen seltsamen Schlüssel? Oh ja, verdammt nochmal. Hier haben wir den seltsamen Schlüssel verwendet. Josh! What the fuck? Josh? Wie kommt der hier rein? Okay. Josh!
Please help me. Josh. Don't let me fall. Ouch. Das kann sich nicht gut anfühlen. Josh. Mist, Mann, und wieder sein Entkommen. Wo sind wir hier eigentlich drin gelandet? Im Speisesaal? Wohin zum Teufel bin ich gerade gefallen? Ja, keine Ahnung, aber da ist ein safe Spot. Oh, und hier gibt's... Oh, nice, Pistolenmunition. Und einen Gesundheitsdrink. Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen... Ja, ist ja gut, haben wir... Irgendwo sind wir hingefallen, keine Ahnung. Zwei, drei Stockwerke geht runter. Was auch immer da ist. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Diesen Bereich. Ja, Schul, geh weg, geh weg, geh weg. Weil du mir nicht gehorchen willst, das ist dein Problem. Ich muss zurück zur Lobby. Das muss zurück zur Lobby führen, ja, das kann gut sein. Aber wohin geht's denn hier? Oh Gott, wir werden es rausfinden, verdammt nochmal. Sieht so aus, als wenn wir plötzlich in Arkham Asylum in den Botanischen Gärten wären. Was für ein Quantensprung. The fuck, ist es abgeschlossen? Echt jetzt? Kann ich die Uhr benutzen? Ich nehme mal lieber meine Pistole in die Hand. Das ist mir irgendwie nicht ganz geheuer hier. Oh shit. Ich weiß auch, warum es mir nicht ganz geheuer ist. Verdammt nochmal. Okay. Jetzt einfach mal spontan sich gedacht hatten, nee, jetzt wird's mal böse hier. Okay. Wenn sie kommen, wird es rostig. Was erwartet uns diese verdammte Tür? Ich bin wirklich gespannt und ungeduldig. Wo ist zum Teufel? Wer ist das denn? Mayor Bartlett? Mayor Bartlett. Der Bürgermeister. What the fuck? Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. Sie kennen mich? You remember me? My dad was the sheriff. Who? Adam Shepard? That idiot couldn't protect a donut shop. Leave me alone. Erzählen Sie mir was über Joey. I'm looking for my brother Joshua, and I know he used to be friends with your son. Have you seen either of them? Joey? Joey doesn't want to play with you. Why do you want to know about him? What the fuck? Helfen Sie mir jetzt. Listen to me, you drunken fool. My brother is missing, and so is your son. Where are they? Drunken fool, huh? Well, the sooner you hit the bottle, the sooner you'll feel better, too. Oh, Gott. Oh, die Uhr. What the hell is this? Belongs to your son, doesn't it? Where is he? Joey? Yes, Joey. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. I can't protect them. Protect them from what? What did you do? Something has come. Taken everyone away. Can't stop them. They'll get you too. Oh. Who's taking them? What? What are you talking about? Oh. Where's my brother? Bastard.
Osage. Oh. Mein Gott, da fliegt mir fast der Controller aus der Hand. So stark vibriert er gerade. Was zum Teufel? Fuck. Wow, holy shit. Leute. Was zum Teufel ist hier gerade eben passiert? Ich möchte es gar nicht wissen. Wir gucken uns dieses riesen fiese Vieh beim nächsten Mal an. Ach du heilige Scheiße, das kann nicht gut gehen. Bis dahin. Haut rein.